Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Uncharted 4. So, wir sind in Kapitel 21 angekommen. Das heißt meines Bruders Hüter. Und ja, wir müssen hinter Sam her, weil er wirklich so todesmutig ist und den Schatz einfach nicht Schatz sein lassen kann. Elena und Sully konnten leider nicht mitkommen, weil der Wagen nicht hielt und deswegen kamen sie nicht über die Mauer. Ja, und ich hoffe wirklich, dass wir es heil hier wieder rausschaffen. Hey, was ist das? Fußspuren. Sam! Ja, verdammt. Ich bin sicher, er ist schon über alle Berge. Wahrscheinlich. Oh, das war knapp, ey. Oh, krabbeln wir doch mal hier rein. Mal zu dem gruseligen Berg, Sam retten und dann nichts wie weg hier. Ja, morgen werde ich Klingt über all das lachen. nach einem Plan, ne? Oh, Vorsicht. Ich dachte, man könnte hier runterfallen. Okay. So, ich denke, wir müssen hier weiter. Zumindest hoffe ich das einfach mal. Ja, das sieht doch gut aus. Kommen auf jeden Fall immer weiter nach oben. Dann mal los. Zurück auf der Spur. Die Fußspuren enden hier. Ach, guck mal da oben. Oh, komm schon, wo ist der hin? Ja, keine Ahnung. Ach, vielleicht da. Das könnte doch sein. Sehr gut. Hier ist er bestimmt lang gekommen, oder? So, und jetzt müssen wir da lang. Oh, das war knapp. Mein Gott. Mehr Fußspuren. Naja, immerhin bist du nicht abgestürzt. Das ist gut. Jetzt kann ich dich noch umbringen. Oh ja. Nate ist sauer. Ich wäre auch sauer. Ich wäre auch sauer. Obwohl, ich glaube, bei meinen Brüdern. Ich weiß gar nicht, was ich da machen würde. Ich glaube, ich würde einfach sagen, ja, scheiß drauf. Seine Entscheidung. Habe ich nichts mit am Hut. Ich glaube, so wäre ich dann eher. Okay. Verdammt nochmal. Okay. Ist alles cool hier. Alles cool. Oh Mann, wieso müssen wir hier rumkrabbeln? Es wird schon dunkel. Ich möchte endlich nach Hause und die Tasse Kakao haben. Moment. Hier. So. Aber hier geht's auch weiter. Aber vielleicht gucke ich doch erstmal hier. So. Und nu? Ach so, da vorne. Sehr schön. Was ist das? Hat er direkt mal ein Lagerfeuerchen gemacht anscheinend. Nee, doch nicht. Oh, das ist Bernds Enkel. Obwohl ich Hays Kugel erfolgreich aus meinem Oberschenkel entfernt habe, eitert die Wunde und das Fieber hat nicht nachgelassen. Ich möchte unbedingt sehen, was sich im Berg befindet, aber der Schmerz ist unerträglich und ich muss mich ausruhen, wieder zu Kräften kommen. In diesem Moment der Ruhe beschleicht mich ein Gefühl des Zweifels. Hätte ich die Männer nicht dafür bestrafen dürfen, dass sie den Vertrag mit mir gebrochen haben? Ich habe mein Leben der Suche nach diesem Ort gewidmet, um Averys Schatz zu finden, und ihre Taten hätten mich beinahe meines Schicksals beraubt. Nein, mein Vorgehen war gerechtfertigt. Heute Abend ruhe ich mich aus, das Fieber wird sinken, und morgen werde ich die Reise meines Großvaters beenden. Wenn ich nach Hause zurückkehre, werde ich meine Erlebnisse niederschreiben. Ein Buch von Jonathan Burns, das in den Büchereien neben den größten Abenteurern der Geschichte stehen wird. Im schlimmsten Fall verliere ich dieses Bein, aber letztendlich werde ich ein erfülltes Leben gehabt haben und Claire wird endlich stolz auf mich sein. Claire,
Vergib mir. Knapp daneben ist auch vorbei, Kumpel. Ja. Hattest es fast geschafft. So ein Mist. Oh ja, was ein Mist. Was ein Mist, aber das, der größere Mist ist, wo geht's nun weiter? Dann muss ich hier rüber springen. Achso, okay. Wuhu! Hier sind noch Fußspuren. Mehr Fußspuren. Sehr schön. Okay, dann ab hier rein. Auf dass wir uns in die Luft jagen. Wir haben ja keine Taschenlampe mehr. Und eine Fackel haben wir auch nicht. Und ich glaube, das Feuerzeug haben wir auch mittlerweile abgegeben. Das ist echt krass. Oh, 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 oh. Oh Gott. Mein Herz. Mein armes Herz. Wer hätte denn auch damit rechnen können, dass diese brüchige Brücke noch kaputter geht, als sie schon ist? Niemand. Niemand hätte das ahnen können. Ja. Noch mehr Fußspuren. Oh. Sehr gut. Und schnell hoch. Oh nein, das bricht wieder zusammen. Oh, 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 oh Gott. Jetzt muss hier mal alles zusammenbrechen, Mann. Achso, ich glaube, ich muss da runter. Oh Gott, das war so knapp. Hier ist dunkel. Naja, gut, es geht noch. Gerade so. Ja, und nun? Okay, da können wir hoch. Ja, und nun? Darüber wahrscheinlich. Huch. Ich dachte, hier wäre ein tiefes, tiefes Loch, aber ist ja gar nicht. Dann können wir natürlich auch einmal kurz gucken, ob hier was ist. Ein Schatz und eine Kröte. Sehr schön. Ach so. Okay. Und zack, oben. Perfekt. Oh nö. Oh. Wow. Das war... Das war... Oh Gott, das ist schwerer, als es aussieht. Das war so knapp. Okay, und... Na gut, dann einfach so. Jetzt jammert er wenigstens auch mal. Nicht nur ich immer. Sonst mache ich das immer. Na komm, schwing mal ein bisschen. Ja, wenn er mal schwingen würde. Aber er schwingt irgendwie überhaupt nicht. Ach so, deswegen. Weil er gar nicht da dran springen wollte. Ugh. Ah! Nein! Wieso geht denn auf einmal alles kaputt hier? Okay. Okay. Oh, Gott sei Dank. Ich weiß zwar nicht wie, aber ich hab's geschafft. Juhu! Wir freuen uns und essen einen Keks. Sehr schön. Oh nein, es geht noch weiter. Okay, ich denke mal, wir müssen hier runter. Juhu! Wow! Au! Wow, da unten. Wow! Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass wir tatsächlich noch irgendwas hier finden. So, wir müssen da an die Wand. Okay. Ich trau mich nicht. Komm, ich muss mal wenigstens noch irgendwo... Jetzt. Ah, okay, und jetzt? Nee, so war das jetzt nicht gedacht. Wir müssen jetzt rüberhüpfen, dann da rein und dann darüber. Okay, jetzt haben wir es geschafft.
Und wieder hüpfen, pieken. Und hüpfen. Und... Oh Gott. Okay. Okay, wir haben es geschafft. Wir haben es fast geschafft. Ah, oh, warte. Sehr gut. Oh, Gott sei Dank. Juhu, ich bin nicht abgestürzt. Ach so, wartet, ich kann hier hoch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber ich dachte, wir wollten runter. Okay. Wie kommen wir jetzt da runter? Einfach mal hier über die Klippe springen. Oh, Scheiße. Das war viel zu knapp. Das war viel zu knapp. Ja, und zwar, oh Gott. Ey, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich dazu noch sagen soll. Das ist wohl mein Weg runter. Oh nein. Ah! Au, au. Oh! Oh! Nein! Oh! Oh. Alter Verwalter! Meine Güte, ey! Hast du das wirklich alles gemacht, Sam? Aber komm! Wahrscheinlich hat er einen trockenen Weg genommen. Einen weniger schmerzhaften Weg hinunter. Ja, wahrscheinlich. Oh Mann, ey. So, wo geht's jetzt weiter? Vielleicht hier. Oder da unten durchschwimmen. Kann natürlich auch sein. Ah, okay, hier ist der Schatz. Dann ist es unten durchschwimmen. Oder? Ne, hier kann man gar nicht durchschwimmen. Ich dachte, man könnte da durchschwimmen. Jetzt geh doch mal da hoch. Komm schon. Warum geht er denn nicht da hoch? Kannst du da nicht hoch? Aber hier. So, das hier ist der richtige Weg. Da ist ein Loch. Da quetschen wir uns durch. Quetsch dich durch. Okay, er quetscht sich da nicht durch. Ja, wo soll ich denn hin? Bin mir gerade nicht sicher, wo ich eigentlich hin muss. Vielleicht ja auch da hinten. Aber das sieht alles nicht so richtig aus, ne? Hier ist voll dunkel. Hm. Ich brauche echt mal ein bisschen Hilfe jetzt gerade. Ich weiß nicht, wo lang. Echt mal, keine Ahnung. Okay, also ein Loch oder so, eine Höhle, gibt es hier anscheinend nicht. Ah, ein Hinweis. Schwimmen Sie durch den... Ach, da gibt's doch. Aber ich habe doch da gerade geguckt, da war nichts. Ah, wahrscheinlich habe ich an der falschen Ecke geguckt. Oh, da sah so komisch aus, dass ich gedacht habe, da wäre einfach nur eine Steinwand. Alles klar. Na, immerhin habe ich endlich einen Hinweis gekriegt. Okay, ich glaube, wir müssen hier weiter, oder? Oder schwimmen wir jetzt wieder zurück? Nein. Sind wir bald fertig? Das ist die letzte, Ma'am. Gut. Wenn wir uns beeilen, holen wir die anderen noch ab. Sam hat sich gerade unser verdammtes Boot geschnappt. Er will zu Averys Schiff. Komm. Lass ihn. Wir sind fertig. Wir sind fertig. Die meisten meiner Männer sind tot. Und wer noch lebt, ist abgehauen. Siehst du das da? Das Ende ist buchstäblich in Sicht. Dein wahnsinniger Pirat hat die gesamte Höhle vermint. Ich setze keinen Fuß auf sein Schiff. Nadine,
Wenn du hier und jetzt abhaust, war der Tod all deiner Männer, alles, was wir getan haben, umsonst. Wir haben hier Gold im Wert von Millionen. Das und lebendig zu sein reicht mir. Kein Wunder, dass dir die Männer abhauen. Wie bitte? Wir stehen kurz davor, Geschichte zu schreiben, und du gibst dich mit einem Almosen zufrieden, einem Bruchteil von dem, was Sam auf dem Schiff erwartet. Wenn er es lebend von diesem Schiff hinunterschafft, kann er es haben. Dann hat er sich's verdient. Ganz im Gegensatz zu dir. Jetzt hör zu. Wir können den ganzen Tag lang hier stehen und uns beleidigen. Oder wir beenden das, was wir... Wir werden's beenden. Sorry, man. Mit Söldnern ist das so, Nadine. Ihre Loyalität ist käuflich und nicht verdient. Und jetzt komm. Entweder wir beenden das hier gemeinsam oder wir beenden es gleich hier. Lass uns Geschichte schreiben. Braves Mädchen. Nach dir. Tja, so ist das. Wir dürfen jetzt den ganzen Weg schwimmen, oder was? Na, hier geht's durch. Wo geht's jetzt durch? Wo geht's jetzt durch? Da unten. Da geht's durch. Sehr schön. Mensch, irgendwie tut mir die Nadine jetzt schon leid. Die will einfach nur noch weg, weil sie nicht sterben will. Und dann passiert sowas. Kapitel 22, das Ende eines Diebes. Oh Gott, was meint der Kapitelname damit? Was meint der damit, mit das Ende eines Diebes? Ich will nicht hoffen, dass dann einer von den beiden Brüdern stirbt. Das wäre, wenn Nathan... Wieso falle ich runter? Ja, wenn Nathan stirbt, das wäre absolute Katastrophe. Wir müssen echt jetzt dahin schwimmen. Naja. Dann schwimmen. Scheiße. Das ist dann wahrscheinlich mein Eingang. Jetzt habe ich mich aber schon ein bisschen erschrocken. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. So, wir werden bestimmt noch mal 100.000 Mal absaufen. Okay. Die sind wohl im Arsch. Geht's denn hier lang? Wir sind hier reingekommen. Ach, wartet. Hier. Mal gucken, ob hier irgendwie was blinkt, aber ich sehe hier nichts. Alles klar. Na komm. Oh Mann. Wieso müssen die denn immer gleich das ganze Schiff kaputt machen? Der ist hier nicht, kann das sein? Ich weiß schon wieder nicht, wohin. Ich denke mal irgendwie nach oben, aber hier ist gerade zu viel Rauch. Ich kann nichts sehen. Und hier will er überall nicht hochhüpfen. Hier will er auch nicht drauf. Ist ja
Sag mal, könntest du jetzt mal bitte irgendwo hochklettern? Da auch nicht. Wo muss ich denn hin? Ich sehe das schon wieder nicht irgendwie. Ich sehe hier nichts zum Hochklettern. Dann soll ich hier runter. Oh, okay. Ja, das wird gleich alles untergehen. Toll, ne? Können wir uns ja schon mal drauf freuen. Guck mal, hier hinten brennt es nämlich jetzt. Ist ja super. Sam. Oh, er ist da. Sam? Entspann dich. Er lebt. Dieser Idiot hat uns fast alle umgebracht. Ich bringe ihn jetzt hier raus. Nein, tust du nicht. Hilf, du kannst den Schatz haben, okay? Lass mich nur meinen Bruder retten. Nach allem, was er getan hat? Wie edelmütig. Aber nein. Wenn wir hier warten, sind wir alle tot. Willst du das? Hab ich nicht gesagt. Was meinst du, Nadine? Schön, dass es dir wieder gut geht. Bist du so nett und nimmst Nate die Waffe ab? Ja, damit. Glauben Sie echt, Sie können ihm trauen? Ha? Geht sie nichts an. Warum versuchst du, sie aufzuhetzen, Nate? Nadine und ich sind Partner. Und meine Partner bescheiß ich nicht. Geh darüber. Aber du und dein Bruder, ihr habt meine Großzügigkeit von Anfang an ausgenutzt. Ihr wolltet mich ausboten und es wird Zeit für eine Lektion. Was machst du da? Jetzt gib du mir deine Waffe. Nadine? Ich sag's nicht nochmal. Du benimmst dich gerade unglaublich dämlich. Sieh mal darüber. Nadine, hör auf! Himmel! Ich sagte, sieh hin! Okay, da sind ein paar Skelette. Na und? Ich weiß nicht so viel über Geschichte wie ihr Jungs. Aber ich kann mir gut vorstellen, wer die beiden sind. Na dann klär uns auf. Das sind Avery und Two. Sie haben sich gegenseitig umgebracht. Schön für sie. Was sagt uns das? Jeder, der von diesem Schatz besessen ist, bekommt, was er verdient. Was, Sie lassen uns einfach zum Sterben zurück? Ich lasse euch nur zurück. Ob ihr sterbt oder nicht, ist mir egal. Nadine, warte. Leb wohl, Rafe. Nadine! Nadine! Mach sofort diese verdammte Tür auf! Rafe, sie ist weg! Komm, hilf mir, dann kommen wir alle hier raus. Nein, daraus wird nichts. Komm, hilf mir mit Sam, dann helfe ich dir bei der Tür. Nein, ich werde mich an keiner dieser Münzen erfreuen können. Solange ich weiß, dass du und dein nutzloser Bruder noch am Leben seid. Okay, komm. Komm wieder runter. Du kannst fechten üben, wenn wir wieder draußen Nate, sind. Nate, halt die Klappe! Wow, 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 wow. Okay, meine Lieben, an dieser Stelle werde ich jetzt erst einmal einen Cut machen. Wir sehen uns dann in einem neuen Part wieder. Bis dahin. Tschüssi.